ich hab den Stöpsel hier mitgebracht und die haben gesagt, soll ich mir den Arsch schieben. Und ich hab ein Bild von meiner Mutti. Und das ist auch wertlos. Pech, ja. Da ist in einer Geheimsprache ein dreckiger Witz. Und das ist jetzt das Besondere. Dieser dreckige Witz, der also jetzt von hinten vom Bobbes bis runter an die Füße geht. Oh ja. Ja, jetzt sehe ich das Problem. Mhm. Der Sache werden wir jetzt mal auf den Grund gehen. Sind Sie sicher, dass Sie richtige Ärztin sind? Natürlich bin ich die richtige Ärztin. Entschuldigen Sie, wo ist dann bitte die Damentoilette? Entschuldigen Sie, wo ist denn bitte die Damentoilette? Hands nicht auf den, der hat doch einen Knall. Hands nicht auf den, der hat doch einen Knall. Frau Hilde Meiering muss sich weiterhin mit ihrer Vorkriegsgarderobe, die ihr ihre Großmutter damals vor dem Mauerbau zur Hochzeit schenkte, begnügen. Ach, schluck die Schmadis. Die schmecken ja wie Scheiße. Was für ein Toilettenpapier benutzen Sie denn? Ich nehme das Aalzeug aus der Ostzone. Das ist immer am billigsten. Ach du liebe Güte, na kein Wunder. Da können Sie sich ja auch gleich mit der Bildzeit in den Hintern wischen. Entschuldigung. Na, das geht nicht. Haben Sie denn nicht den Arschtest gemacht? Eine Haarspraydose wurde einer Frau aus dem Arsch entfernt. Ich sitze im Kino und es geht echt so ein Handy los. Und dann lasse die das noch ein paar Mal klingeln. Hier ist ihr Tipp. Stellt die Klingel auf Vibrat und dann steckt euch der Handy in den Hintern. Kind, sag mit Wahrheit, hab ich einen Mundgeruch. Mama, du stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Hühnerbrüstchen! Hühnerbrüstchen! Ja, ja, zum Kotzen. Schwester Maria Großmaul, so geht das aber nicht. Natürlich geht's so nicht, das schmeckt zum Kotzen. Jetzt ist aber genug, ja? Und ich sag dir noch eins. Wenn du hier so weitermachst, kriegst du hinterher kein Eis. Ich ruf mir selbst eins. Kannst du ja nicht, weil ich dein Geld hab. Ich hab ja extra Geld. Ja nicht, hast du ja nicht. Wenn du Windeln scheißt, dann du zahl extra. Ich bin ein Schwan. Du bist ein Frosch, ein Frosch, ein Frosch. Also jetzt habe ich aber genug, zieh ich mir aber die Hose runter. Mein lieber Schwan. Hallo, Eduard. Was tippst du denn da feinet, hä? Nietnagel, die Sache wird ein Nachspiel haben. Was passiert dann jetzt eigentlich mit der Pornos? Das geht sie gar nichts an. Geschissen habe ich aber wie verrückt jeden Tag mit Gummibärchen, pup, pup. Was? Gummibärchen hast du wohl hinter dir steckt als Zäppchen oder wie? Ist es mit ihrer Perik eigentlich pappig oder struwwelig? Weder noch, es ist eine Spezialanfertigung von meinen Schamhaare. Ja, deswegen der natürliche Glanz und Tan. Das sagen Sie so leicht, aber wenn jetzt jeder also eine doppelte Portion von Furzen loslässt, das ist doch irgendwie nicht auszuhalten. Ja. Das kann jeden passieren. So ja, mir. Halt die Torte mitgebracht. Kick mal. Sag mal. Ich glaub, dich haben wir nicht mehr lange. Du spinnst, wer macht die Tür auf? So kann ich doch nicht zum Geburtstag gehen. Hey. Das fehlt mir jetzt noch. Du filmst einfach weiter. Sag mal, du. Hallo. Ja. Mensch, ihr kriegt das kalte Kotzen. Na klar, hab ich geübt. Ich kann halt keinen Spagat mehr. Und jetzt lernen wir, wie Sie zu Hause Ihren Männern das Fell abziehen können. Moment mal, warten Sie mal. Also erstmal lassen Sie mich mal erklären, ja? Also, wir drei, wir gehören zusammen, wa? Also wir arbeiten im gleichen Bürohaus und da sind wir eben manchmal nackig. Und diese Haarklumpen, machen Sie auch Eier? Hä? Ja, ja, so redet der. Na, der doch auch. Na, jetzt erstmal zur Sache. Was machen wir jetzt? Aha, das hier aufklatschen und dann hart werden lassen und dann das Pflaster drauf. Okay, und dann halt dich fest, das siebt. Also, aua! Mensch, bist du wieder meine Memme heute.
Der Flynn doch auch. Ach, ihr seid alle beide Babys. Mensch, guck mal da. Das sind deine Haare. Ja, du Olla. Hm? Jetzt also hier Klatsch. Okay. Au! Au! Mensch, jetzt ist mir die Paste ausgegangen. Wir sind ja jetzt auch fertig. Au, au, au. Na, packen Sie die Babys ein. Na, habt ihr der wieder mal geschafft, wa? Zur Belohnung kriegt ihr jetzt alle Babys Eis.